Hallo, Namaste, willkommen. Willkommen zum zweiten Teil von unserem Programm In die eigene Kraft kommen. Heute speziell für den Bauch oder für den Chor, wie es so schön heißt. Du brauchst nur deine Matte, ansonsten gar keine Hilfsmittel und los geht's. Wir beginnen direkt im Liegen. Finde eine die angenehme liegende Position. Roll dich auf den Rücken und gerade für ein paar Atemzüge, roll deine Schultern in die Matte, in die Erde. Schließ einen Moment die Augen. Lass deinen ganzen Körper einsinken. Nimm für einen Moment wahr, wie dein ganzer Körper den Boden berührt. Nimm wahr, an welchen Stellen deines Körpers du die Erde, die Matte berührst. An welchen Stellen nicht. Deine Intention für diese Praxis sollte sein, wieder in diese, deine eigene Kraft zu kommen, dich zu spüren, dich wahrzunehmen, deine eigene Kraft wieder so ein bisschen hervorlocken. Dieses wunderbare Gefühl zu genießen, sich selbst zu spüren. Nimm dir drei etwas tiefere Atemzüge. Und öffne langsam wieder die Augen. Streck beide Arme nach links und rechts aus. Zieh beide Knie an. Heb die Fersen so ein kleines bisschen hoch. Du beginnst die Beine einmal nach links hinübersinken zu lassen, ohne den Boden zu berühren. Rechte Schulter bleibt eher auf der Erde. Und einmal nach rechts hinüber. Wechsle insgesamt dreimal. Spür die Drehung, spür die Kraft in deiner Körpermitte. Hier brauchst du schon ein klein wenig Bauchkraft. Streck beide Beine dann nach oben. Du kannst entweder deine Hände jetzt unter dein Becken, unter deinen Po legen, wie immer sich das für dich gut anfühlt. Geh in eine Bewegung für die Kraft im unteren Bauch. Deine Hände unter deinem Becken Po lassen oder sie jederzeit neben dir ablegen. Lass das rechte Bein gestreckt, beginn das linke Bein möglichst gestreckt nach unten sinken zu lassen. Und wieder langsam hoch. Einmal wechseln, rechts tief und wieder langsam hoch. Und du bleibst in diesem Rhythmus, lässt die Beine so gestreckt wie möglich. Du kannst jederzeit die Arme lösen, du kannst die Arme neben dir ablegen, du kannst die Arme auch ganz sanft hochheben, die Handfläche nach oben. Du kannst den Kopf ganz leicht heben. Bleib in dieser Bewegung deiner Beine. Halte die Kraft in deiner Körpermitte. Lieber langsame, kontrollierte Bewegungen. Wenn es sich angenehm anfühlt, kannst du auch gerne hinter deinem Kopf verschränken. Einmal noch in jeder Seite. Und probier dann die gleiche Position, die gleiche Übung mit beiden Beinen. Lass beide Beine sinken und streck sie wieder hoch. Auch hier möglichst kontrolliert. Du kannst auch hier die Hände wieder unter dem Beckenpo lassen oder jederzeit zur Seite legen. Wenn du merkst, es ist zu anstrengend, kannst du jederzeit die Beine beugen und vielleicht sogar die Zehenspitzen auf die Erde tippen lassen. Oder du bleibst in der Variante der gestreckten. Drei letzte Wiederholungen. Dreimal noch die Beine tief und wieder hoch. Tief und wieder hoch. Drittes Mal. Und wieder hoch. Zieh beide Knie zum Brustkorb. Umarme dich, schaukel dich ein bisschen. Und für unsere nächste Position. Verschränkst du die Hände hinter dem Kopf ineinander. Die Hände hinter dem Kopf ineinander verschränken. Lass beide Knie angezogen, roll nochmal beide Schultern zum Boden. Achtung, wir machen kein Sit-Up, das heißt, du hebst dich nicht hoch. Du lässt die Schultern entspannt, der Kopf liegt angenehm in deinen Händen.
Beginn das rechte Bein nach vorne auszustrecken. Rechtes Bein nach vorne ausgestreckt, linkes Knie bleibt angezogen. Hände hinter dem Kopf, zieh mit den Schultern zurück. Und noch ganz leicht diagonal, rechter Ellbogen, linkes Knie. Und wechseln. Anderes Knie anziehen und linker Ellbogen, Knie. Und du gehst auch hier in eine schöne wechselnde Bewegung. Immer ein Bein über den Boden ausstrecken und wieder anziehen. Atem fließt. Einmal noch in jede Seite. Und wieder zurück in die Mitte. Knie zum Körper anziehen, dich ein kleines bisschen schaukeln, kreisen. Eine Position noch hier am Rücken liegen. Verschränk. Schlag das rechte über das linke Bein. Einfach das rechte über das linke Bein, die Oberschenkel berühren sich. Du kannst sogar auch nach den Fuß um den anderen herumfädeln oder auch nicht. Sogenannte Adlerarme und Adlerbeine, wie wir so schön im Yoga sagen. Bring dann beide Arme in den rechten. Du kannst entweder die Unterarme aneinander legen und die Handflächen oder du legst den linken über den rechten Ellbogen, Handrücken oder sogar die Handflächen aneinander. Und du beginnst langsam, den Oberkörper sanft zu heben. Ellbogen, Knie berühren sich und sanft dich auseinanderziehen. Arme nach hinten, Füße, Beine, Spur nach vorn. Vielleicht kommt der untere Rücken eine Spur hoch, ist völlig okay, schau, wie tief du gehen kannst. Wieder zusammenrollen. Auseinanderstrecken. Atem fließt. Letztes Mal. Und wieder ausrollen. Umarmen, schaukeln. Seite wechseln. Linkes über rechtes Bein. Rechten über linken Ellbogen. Schau, wie immer es sich ausgeht und gleich wieder beginnen. Ellbogen, Arme heben sich hoch, Oberkörper und Knie zusammenrollen und wieder auseinanderziehen. Letztes Mal. Und wieder lösen. Kleines bisschen schaukeln. Und dich ins Sitzen hochschaukeln. In einen angenehmen Sitz finden. Dann in dir angenehmen Sitz finden. Kannst du für ein paar Bewegungen in einem Schneidersitz oder welchen Sitz auch du immer gewählt hast, leg die Hände auf die Knie der Oberschenkel, lass den Oberkörper kreisen. Schöne, geschmeidige Bewegungen. Und wechsle dann in einen Vierfußstand. Aus dem Vierfußstand heraus, beginn das rechte Bein nach hinten zu strecken, den linken Arm nach vorne. Schieb die Ferse zurück, die rechten Zehen nach unten, den Arm nach vorne. Schulter bleibt im Gelenk, Nacken lang. Dreimal zueinander rollen, Ellbogen, Knie zusammen, runde Rücken und wieder in die Länge gehen. Wieder zusammenrollen, lang machen, drittes Mal in die Länge gehen. Also zusammenrollen, sorry, wieder dich langziehen. Nur die linke Hand absetzen. Leg den rechten Fuß quer hinter dem linken ab. Heb den rechten Arm. Streck den Arm nach oben. Mach drei schöne Armkreise. Lass den Arm nach vorne, unten und wieder hochkreisen. Zweites Mal nach vorne, unten und wieder hoch. Und ein drittes Mal. Und bleib dann mit dem Arm oben. Roll die rechte Schulter zurück. Bring ein bisschen mehr
Kraft und Balance in deiner Körpermitte, heb das rechte Bein hoch. Roll die rechte Schulter weg von dir. Versuch diese Balance zu halten. Kraft ist im Bauch. Wenn du eine kleine Herausforderung möchtest, du kannst entweder hier bleiben oder du kannst versuchen, die Ferse Richtung Po zu bringen, mit der rechten Hand den rechten Fuß zu greifen. Drück den Fuß in die Hand hinein und dreh dich eine kleine Spur zur Seite und nach oben. Und wieder genauso kontrolliert auflösen. Rechtes Bein nach hinten, rechten Arm nach oben, zurück, Vierfußstand. Gerne einen Katzenbuckel oder eine Bewegung. Und wieder wechseln, im Vierfußstand. Linkes Bein nach hinten, Ferse schaut nach hinten, Zehen nach unten, rechter Arm nach vor. Lass die Schulter entspannt, den Nacken lang. Bauchnabel sanft eingezogen. Finde zuerst die Balance, die Kraft auch hier und beginn wieder. Dreimal zusammenrollen. Ellbogen, Knie zusammen und wieder auseinander. Wieder zusammenrollen und wieder auseinander. Drittes Mal zusammenrollen, dich wieder auseinander strecken. Nur die rechte Hand ablegen, linker Fuß kommt quer hinter dem rechten. Heb den linken Arm, streck dich nach oben. Beginn den linken Arm dreimal zu kreisen. Schöne, große, weite Armkreise. Und nach der dritten Runde lass den Arm wieder nach oben gestreckt. Schulter, linke Schulter, linkes Schulterblatt, ziehen Arme nach unten. Bisschen mehr Kraft in deiner Körpermitte, heb das linke Bein hoch. Bleib einen Augenblick. Entweder bleibst du direkt hier oder du greifst wieder mit der linken Hand den linken Fuß. Drückst den Fuß ein klein wenig mehr in die Hand hinein, streckst dich so ein bisschen mehr, so als würdest du einen Bogen spannen und drehst dich vielleicht einen Zentimeter mehr nach oben und wieder genauso kontrolliert auflösen. Arm nach oben, Bein nach hinten, zurück, Vierfußstand. Wieder eine kleine Bewegung, ein Kreisen, ein Schaukeln. Und wenn du bereit bist, regelst du dich in deinen hinabschauenden Hund. Streck dich dann ganz in deinen hinabschauenden Hund. Schieb beide Sitzhöcker nach oben. Schöner langer Rücken. Beine können jederzeit eine kleine Spur gebeugt bleiben. Bring wieder beide Knie zurück zum Boden. Vierfußstand. Ich drehe mich einmal kurz zu dir um. Geh noch in eine zweite Variante hier. Streck noch einmal das rechte Bein nach hinten. Streck das rechte Bein nach hinten. Die rechte Ferse schiebt zurück. Die Zehen schauen nach unten. Du beginnst jetzt den rechten Fuß, die rechte Hüfte aufzudrehen. So dass die rechten Zehen zur Seite schauen. Lass die Arme möglichst gestreckt und beginn. Das rechte Bein weit nach vorne zur Seite und wieder zurück nach hinten. Rechtes Bein weit nach vorne zur Seite und wieder zurück. Und ein drittes Mal Bein nach weit nach vorne. Lass die Arme gestreckt und erst jetzt leg den rechten Fuß neben dir ab. Komm hoch in einen Kniestand, heb beide Arme. Dreh die Zehen nach rechts, lass die rechte Hand zum rechten Bein sinken. Seitbeuge nach rechts hinüber. Blick am linken Oberarm vorbei. Und lass uns einmal die Seite wechseln. Heb beide Arme. Leg die linke Hand zum Boden, nur die Fingerspitzen. Streck den rechten Arm über den Kopf. Spür die Dehnung in deiner ganzen rechten Körperseite. Und fließ wieder zurück in den Vierfußstand. Zieh das Bein zu dir. Lass uns die Beine wechseln. Aus dem Vierfußstand heraus hebst du das linke Bein und streckst es nach hinten. Schieb die linke Ferse zurück, die linken Zehen schauen nach unten. Jetzt schon ein kleines bisschen Kraft in deiner Körpermitte. Du öffnest wieder die linke Hüfte, drehst die linken Zehen zur Seite und beginnst wieder. Linkes Bein weit zur Seite, lass es so weit wie möglich oben. Und wieder zurück. Zweites Mal Bein nach vorne. Und wieder zurück. Drittes Mal. Und wieder Fuß ablegen. Hoch in den Kniestand, dreh die Zehen zur Seite, Seitbeuge nach links. Leg die linke Hand zum Bein, rechten Arm über den Kopf strecken.
Und in die Gegenrichtung. Rechten Fingerspitzen zum Boden. Lass den linken Arm sich hochheben. Streck den linken Arm über den Kopf. Spür die Dehnung in deiner ganzen linken Körperseite. Komm wieder mit beiden Armen hoch, zurück in den Vierfußstand. Zieh wieder das Bein zu dir und wieder hoch hinabschauen. Hier wieder ein paar Bewegungen, die sich gut anfühlen. Vielleicht auch einmal ein Ja nicken, ein Nein schütteln. Und du kommst in kleinen Schritten mit deinen Füßen zu den Händen nach vorne. Bleib einen Moment in der Vorbeuge, lass die Fingerspitzen am Boden, die Beine gern gebeugt. Lass den Oberkörper hängen, lass den Kopf ganz locker baumeln. Und mit dem Einatmen beide Beine beugen, Arme über die Seite hoch, ausatmen, Hände. Vors Herz. Roll die Schultern zurück und beginn wieder. Einatmen, Arme wie die Seite hoch. Ausatmen, beide Beine beugen. Vorbeuge. Bring wieder deine Fingerspitzen zum Boden. Fingerspitzen wieder zum Boden. Steig rechts weit zurück. Links dazu, hinabschauender Hund. Links dazu, hinabschauender Hund. Schieb nach vorne in das hohe Brett. Bleib einen kleinen Moment, bleib einen klitzekleinen Moment hier und komm dann auf dein Unterarmbrett. Leg beide Unterarme zum Boden. Leg den linken Unterarm quer, dein seitliches Unterarmbrett. Roll dich nach rechts auf. Entweder beide Fußkanten bleiben am Boden oder du legst einen Fuß auf den anderen. Und falls es dir zu anstrengend ist, legst du das linke Knie zum Boden. In einer Variante, die sich hier einigermaßen gut anfühlt, heb den rechten Arm und einmal rechten Arm unter dem linken durchfädeln. Rechten Arm wieder nach oben strecken, zweites Mal unten durchfädeln und wieder hoch, drittes Mal unten durch, wieder Arm nach oben strecken. Komm zurück in dein ganzes Unterarmbrett. Komm auf beide Unterarme. Lass den ganzen Körper so flach und stark wie ein Brett sein. Bauchnabel rein, Pobeine angespannt. Und erst jetzt roll dich auf den Boden. Leg die Beine, die Knie ab, streck die Zehen aus wie eine große, schöne Kobra. Schieb die Hände ein klein wenig mehr nach vorn. Roll die Schultern nach hinten. Ellbogen eher unter die Schultern. Maximal ein kleines bisschen. Beginn dann zuerst mal den Brustkorb zu heben, den Kopf zu heben. Und wenn du Lust hast, auch die Arme ein klein wenig mehr durchzustrecken. Schulter nach hinten gerollt. Atem fließt. Spür die Dehnung am Brustkorb, die Weite am Herzen. Und wieder ausatmen, lösen. Hände unter die Schultern, hinabschauender Hund. Roll dich wieder nach hinten. Zurück, hinabschauender Hund, schöne Länge in deine Wirbelsäule bringen. Rechtes Bein nach hinten oben heben, beug das Bein, schwinge sanft zwischen deine Hände. Krieger 1 Füße, Variante mit Ferse hinten hoch. Vorne Knie eher über den Knöchel gebeugt, heb den Oberkörper, die Arme. Vorne Bein ein kleines bisschen mehr beugen, hinten entweder leicht gebeugt oder mehr gestreckt. Spür auch hier diesen Moment, diese Weite vorne am Brustkorb. Du darfst eine sanfte Rückbeuge machen. Und zum Auflösen wieder Finger zum Boden. Großer Schritt nach vorne. Beine beugen, einatmen hoch. Ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, Arme hoch. Ausatmen, Beine beugen, Vorbeuge. Steig zurück in deinen hinabschauenden Hund. Einmal dich schön durchstrecken, regeln, bewegen. Und für die zweite Seite, zweite Runde. Roll nach vorne ins hohe Brett. Bring die Schultern über die Handgelenke. Und komm wieder auf beide Unterarme, Unterarmbrett. Für die zweite Seite, dreh jetzt den rechten Unterarm quer. Dreh den rechten Unterarm quer. Dreh dich nach links ab. Heb den linken Arm. Streck dich nach oben. Und wieder dreimal unten durchfädeln. Linken Arm unterm rechten durch. Und wieder hoch. Arm wieder einmal unten durchfädeln. Und wieder hoch. Und ein zweites Mal Arm unten durchfädeln. Wieder nach oben strecken.
Rücken zurück. Komm direkt ins Unterarmbrett. Bleib einen klitzekleinen Moment, halte hier deine Körperspannung und jetzt erst wieder Körper ablegen. Große Kobra, nimm die Beine ein kleines bisschen breiter, leg die Hände ein größeres Stück nach vorne. Roll die Schultern zurück, Brustkorb nach vorne. Arme dich aufrichten, wenn du möchtest, die Arme ein klein wenig mehr strecken. Spür die Dehnung, die Freiheit in deinem Brustkorb, an deinem Herzen. Und wieder auflösen, zurück, hinabschau in der Hund. Zurück, hinabschau in der Hund. Die Füße auch hier durchstrecken. Beides die Zirkel schieben weit nach oben. Heb das linke Bein, schwing den linken Fuß nach vorn zwischen die Hände. Krieger 1 Variante, Ferse hinten hoch. Lass die Ferse hinten hochgehoben, beug vorne den Knie über den Knöchel, heb dich nach oben. Streck dich einmal da. Schultern bleiben ganz entspannt, Bein vorn gerne ein bisschen mehr gebeugt, hinten entweder leicht gebeugt oder mehr gestreckt. Sanfte Rückbeuge und wieder zurück, Fingerspitzen zum Boden. Großer Schritt nach vorne. Einatmen, Arme über die Seite hoch. Ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, Arme wieder hoch. Ausatmen, Vorbeuge. Fingerspitzen zum Boden, Beine gern beugen. Noch einmal rechts weit zurücksteigen, links dazu hinabschauen, der Hund. Wir gehen nochmal ins seitliche Brett, aber ins seitliche hohe Brett. Roll nach vorne, bring die Schultern ungefähr über die Handgelenke. Nimm wieder jederzeit ein Hilfsmittel oder eine Hilfsvariante, leg entweder das linke Knie ab oder wie auch immer. Nimm die linke Hand näher in die Mitte der Matte, dreh dich nach rechts auf. Dreh dich nach rechts auf. Du kannst auch jederzeit den rechten Fuß vor dir abstellen. Und du hebst den rechten Arm, streckst dich nach oben. Und wieder Arm dreimal unten durch. Rechten Arm unterm linken durch und wieder hoch. Arm wieder einmal unten durchfädeln und wieder nach oben strecken. Drittes Mal unten durchfädeln, Arm hochheben. Entweder hier bleiben oder wenn du möchtest, heb das rechte Bein. Und du kannst noch zusätzlich Ellbogen, Knie zueinander bringen und dich wieder strecken. Ellbogen, Knie zueinander. Und wieder strecken, letztes Mal, strecken, zurück ins hohe Brett. Einmal durchfließen, auf die Erde, in eine dir angenehme Kobra, aufrichten, Schultern zurück. Ausatmen, wieder zurück, hinabschau in der Hund. Zurück, hinabschau in der Hund. Bisschen bewegen, Kopf auflocken. Und wir gehen gleich direkt wieder ins seitliche Brett, zweite Seite. Roll wieder nach vorne, hohes Brett. Bring die rechte Hand mehr in die Mitte der Matte. Dreh dich nach links auf. Heb den linken Arm. Und wieder dreimal für dich. Arm unter dem rechten durchfädeln. Und wieder. Linken Arm unter dem rechten durch. Und wieder. Drittes, letztes Mal. Arm unten durchfädeln. Und wieder nach oben strecken. Seitliches Brett bleibt. Linken Arm gestreckt. Wenn du möchtest, hebst du das linke Bein hoch. Und vielleicht Ellbogen, Knie zusammen und auseinander. Dreimal. Und dich wieder strecken. Zurück. Hohes Brett. Zurück auf die Erde. Eine dir angenehme Kobra. Nach oben strecken, nehmen. Ausatmen tief. Zurück ins Kinn. Nimm dir eine kleine Verschnaufpause im Kinn. Stirn auf die Matte oder Stirn auf die Hände. Verweile einen Moment. Dann richte dich langsam. Komm in einen dir angenehmen Sitz, bring die Beine nach vorne. Letzte etwas anstrengende Position für heute, für das Boot. Lass die Beine aufgestellt, roll die Schultern zurück. Nacken schön lang, greif in die Kniekehlen, bring die Oberschenkel näher zum Oberkörper und heb langsam deine Fersen hoch. Achtung, du möchtest nicht rund werden.
Du versuchst aufrecht zu bleiben, die Schultern zurückzurollen. Beide Unterschenkel heben, die Zehen anziehen. Bleib einen Augenblick und dann Arme strecken. Verschränk die Finger ineinander, die Zeigefinger zeigen nach vorne. Und wir werden gleich wechseln. Achtung, einmal die Arme nach rechts bringen und dabei die Beine ausstrecken, wieder zusammen dann in die Mitte. Und los geht's, Beine strecken, Arme nach rechts, Mitte wieder hoch, Arme nach links, Beine strecken, Mitte wieder hoch, rechts, Mitte, links, Mitte, rechts, Mitte, links, Mitte, rechts, Mitte, links, Mitte, eine Runde noch, rechts, Mitte, links, Mitte, greif in beide Kniekehlen, zieh den Oberkörper zu den Oberschenkeln, roll die Schultern zurück, heb die Fersen, lange Wirbelsäule, wenn du kurz eine Pause brauchst, legst du kurz die Füße ab, richte dich hier ein, Atem fließt, lass deine Körpermitte ganz kräftig. Und wir gehen auch hier nach innen. Eine zweite Variante. Streck beide Arme aus. Handflächen schauen nach oben. Und für ein volles Boot. Beine strecken, Oberkörper zurück, Arme leicht zur Seite. Und wieder hoch. Auseinanderstrecken. Hoch. Strecken. Hoch. Strecken. Hoch. Strecken. Hoch. Letztes Mal strecken bleiben. Versuch zu bleiben. Ganzen Körper anspannen. Und wieder Knie in die Kniekehlen. Zieh dich zu den Oberschenkeln. Roll die Schultern zurück, Füße noch immer oben. Halte dich richtig schön fest. Schultern zurückrollen. Versuch beide Beine eine Spur mehr zu strecken. Beide Beine eine Spur mehr strecken. Und wieder langsam zurück. Stell die Füße ab. Fußsohlen zueinander, Vorbeuge im Schmetterling. Lass den Oberkörper sinken. Lass uns gerade so ein bisschen ausdehnen. Atem fließt. Beide Schultern so entspannen wie möglich. Lass den Kopf hängen. Roll dich sanft wieder hoch. Streck nur das rechte Bein. Nur dein rechtes Bein strecken. Links anwinkeln. Greif zu deinem Sitzfleisch. Zieh es ein kleines bisschen zur Seite, sodass du wirklich gut auf beiden Sitzhöckern sitzt. Du kannst dir jederzeit ein Kissen unter dein linkes Knie legen. Zieh die rechten Zehen an, aktiviere dein rechtes Bein. Roll die Schultern zurück, Hände links und rechts von deinem Bein. Und mit diesem schönen, fast übertrieben geraden Rücken ziehst du dich oder wanderst du ein kleines bisschen nach vorne, aber nur bis zu diesem Punkt, wo du das Gefühl hast, okay, jetzt möchte ich gerne rund werden, also ich muss rund werden. Bleib noch einen Moment. Versuch nochmal die Lendenwirbelsäule lang zu ziehen, roll die Schultern zurück und lass dich dann sanft sinken, rund werden. Du kannst die Hände ablegen, wo immer du möchtest. Du kannst gern höher bleiben, aufrechter. Du kannst jederzeit runder werden. Finde eine Variante, die sich für dich jetzt in diesem Moment gut anfühlt. Lass den Atem fließen. Kein Pushen, kein Drücken, kein Ziehen. Dieses sanfte, angenehme Ding. Wieder lösen, Beine wechseln, streck das linke Bein aus, winkle das rechte an, wieder dieses Einrichten, wie immer es sich für dich gerade gut anfühlt.
Schultern zurückrollen, zieh die linken Zehen an, linkes Bein ist aktiv. Wandere mit dem geraden Rücken so weit wie möglich nach vorne, mach diese kurze Pause. Zieh dich nochmal lang, vor allem in der Lendenwirbelsäule, roll die Schultern zurück und dann erst wieder dieses sanfte Rundwerden. Höher bleiben, tiefer gehen, leg die Hände ab, wo immer du möchtest. Kopf ganz entspannt. Hier nicht in den Ehrgeiz verfallen, sondern echt dieses angenehme Dehngefühl entstehen lassen. Kieferblatt locker, Stirnblatt glatt, Atem fließt. Langsam wieder löst. Komm in einen dir angenehmen Schneidersitz, angenehmer Schneidersitz. Roll die Schultern zurück, heb beide Arme. Easy Drehsitz, dreh dich sanft nach rechts, nimm die rechte Hand nach hinten, die linke Hand außen zum Knie. Wirbelsäule bleibt lang und du beginnst aus der Brustwirbelsäule heraus, dich sanft nach rechts zu drehen. Schultern bleiben ganz entspannt, Scheitel strebt nach oben. Ein ganz sanftes Auswringen, nicht nur deiner Wirbelsäule, auch deiner Organe, aber vor allem auch deiner Gedanken, deiner Emotionen. Und zurück in die Mitte, einatmen, strecken, längen, ausatmen, dreh nach links. Dort angekommen, lässt du den Atem fließen, roll die Schultern zurück. Stell dir vor, du hättest wieder dieses dicke Buch auf deinem Kopf, so aufrecht bleibt der Kopf und Nacken. Ein sanftes Drehen ausbringen, eine kleine Spur tiefer, ruhiger. Und wieder auflösen, einatmen, dich nach oben strecken, ausatmen, Hände vors Herz. Schließ für einen kurzen Moment die Augen, roll die Schultern zurück. Nimm dich und deinen Körper. Spür, wie der Atem jetzt fließt. Spür, wie gut es ist, sich selbst zu spüren. Wie gut es ist, wieder in die eigene Kraft zu gehen. Die eigene Kraft zu spüren, völlig unabhängig, ob du dich heute als stark oder schwach oder wie auch immer bewertet hast. Bleib in diesem guten Gefühl heute, deine eigene Kraft wieder geweckt zu haben. Lass dich von dieser Kraft, dieser inneren und äußeren Kraft, durch deinen Tag begleiten. Nimm dir zum Abschluss deine drei Atemzüge, lass dich dreimal etwas tiefer ein- und ausatmen. Tiefer ein- und aus. Öffne langsam wieder die Augen. Vielen Dank. Namaste.